Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Wer an Hüftschmerzen denkt, denkt in der Regel an ältere Menschen. Aber von Hüftschmerzen können auch schon junge Erwachsene betroffen sein. Dafür kommen verschiedene angeborene und erworbene Krankheiten in Frage. Darüber spreche ich heute mit Professor Patrick Zing. Er ist Leiter des Fachbereichs für Hüft- und Beckenchirurgie und stellvertretender Klinikdirektor der Orthopädie an der Universitätsklinik Balgrist. Herr Professor Zing, wie häufig kommt es denn tatsächlich vor, dass schon junge Menschen, also wir sagen mal bis 50 Jahre, unter Hüftschmerzen leiden? Ja, wie Sie eingangs schon erwähnt haben, ist es durchaus häufig. Und in unserer Klinik zumindest hält es sich wohl fast die Waage. Also Patienten, die über Hüftschmerzen klagen und irgendwo um 70 sind, wie auch solche, die eben junge Erwachsene sind, die wir dann irgendwie ab 18 definieren bis hin zu, lassen Sie uns sagen, 40 oder warum auch nicht 50. Und wie und wo werden die Schmerzen wahrgenommen? Zuerst möchte ich klar darauf hinweisen, dass junge Erwachsene und insbesondere solche, die 20 bis 30 Jahre sind, dass diese eigentlich noch gar kein Anrecht in Anführungs- und Schlusszeichen haben, um sich über Hüftschmerzen zu beklagen. Das heißt, ihnen gilt es, die Aufmerksamkeit zu geben und das auch wirklich ernst zu nehmen und abzuklären. Und diese Hüftschmerzen, die unterscheiden sich dann natürlich vom entsprechenden Krankheitsbild her, wo sich das auch typischerweise dann manifestiert. Und darum ist das Wie und Wo nicht einfach pauschal zu erklären, sondern es zeigt eine große Streuung. Aber ich würde sagen, am häufigsten wohl an der Hüftaußenseite, in der Gesäßregion, gefolgt von der Leiste. Und sind das dann verfrühte Verschleißerkrankungen oder durch welche anderen Veränderungen werden diese Hüftschmerzen ausgelöst? Ja, insbesondere frühe Verschleißerscheinungen oder Überlastungen, das ist zumindest, was man greifbar machen will oder auszuschließen hat. Das heißt, man will dem Gedanken nachgehen und der Frage auch, warum hat dieser junge Erwachsene jetzt schon Beschwerden? Ist es eine einfache Irritation, eine unmittelbare kurzfristige Überlastung oder gar ein kleines Trauma, das das verursacht hat? Oder liegt dem mehr zugrunde, wie zum Beispiel Fehlformen, seien sie angeboren oder entwicklungsbedingt, die dann früh eben zu Verschleißerscheinungen führen können und noch früher eben zu Symptomen. Ich habe bei der Vorbereitung auf unser Gespräch auch von einem Impingement gelesen. Das ist etwas, das ich eigentlich eher aus dem Bereich der Schulter kenne. Wie äußert sich das in der Hüfte? Ja, es ist richtig. Bei jungen Erwachsenen will man ein femoroacetabuläres Impingement entweder aufdecken oder es ausschließen. Das Impingement beschreibt eigentlich einen knöchernen Konflikt zwischen dem Oberschenkelknochen und der Pfanne. Ein Konflikt, welcher bei der Hüftbeugung entsteht. Und die Grundlage dessen sind eben Formstörungen an der Hüfte bzw. am Hüftgelenk. Patienten, die dann effektiv ein solches femoroacetabuläres Impingement haben, die beklagen sich über eigentlich milde, aber eben dennoch abklärungsbedürftige Hüftbeschwerden, eher so ein bisschen vorne, aber auch gelegentlich seitlich. Und dies insbesondere, wenn sie die Hüfte wiederholt beugen oder lange in einer gebeugten Stellung verharren. Das nächste Stichwort, das ich Ihnen mal zuwerfe, ist Dysplasie. Also welche Probleme können durch diese Fehlstellung entstehen? Die Dysplasie ist ebenso eine wichtige Fehlform, die man aufdecken möchte. Und
die man sucht bei jungen Patienten, die Beschwerden haben. Sie ist eine Fehlform im Bereich der Pfanne. Die Pfanne, die den Kopf zu wenig einfasst und dadurch zu einer statischen Überlastung der Pfannenaußenseite führt. Dies äußert sich dann eher durch Beschwerden eben auch an der Außenseite der Hüfte. Und die Beschwerden treten typischerweise auf, wenn das Hüftgelenk in Streckstellung ist und Last tragen muss. Sei es beim effektiven zusätzlichen Gewicht, das man trägt, Einkaufstaschen, oder die Belastung steigt beim Treppensteigen oder natürlich beim Joggen und alles, was man sich noch als Steigerungsform vom Joggen vorstellen kann. Welche dieser Erkrankungen, die Sie eben erwähnt haben, lassen sich denn zum Beispiel durch gezieltes Muskeltraining beheben, also ohne Operation behandeln? Eine ursächliche Behebung der Fehlformen ist äußerlich nicht möglich. Das heißt, die ursächliche Behandlung ist immer die Operation. Aber nicht immer und nicht zwangsläufig ist ein Eingriff notwendig. Das Schwierige und vordergründig Widersprüchliche ist, dass solche Fehlformen eben auch keine Beschwerden machen können. Und sind sie in diesem Sinne eben asymptomatisch, besteht auch kein Krankheitswert und auch nicht eine Notwendigkeit, sie ursächlich zu behandeln. Dadurch, dass diese Fehlformen auch nicht unmittelbar, sondern über eine gewisse Zeit hinweg ihr schädigendes Muster irgendwo zur Erscheinung tritt und dann Beschwerde macht, bedeutet auch, dass es nicht eine unmittelbare Geschichte ist, sondern etwas, was nach Abschluss des Wachstums besteht und dann gegebenenfalls zu einer verfrühten Reizung und Abnutzung führt. Das gibt dann eben aber auch den Spielraum, dass eine Behandlung nicht unmittelbar sein kann, sondern dass man durchaus mit konservativen Mitteln mal versuchen kann, ob man diese Beschwerden, sei es wegen der Fehlform oder aufgrund etwas anderem, ob man diese Beschwerden nicht mit nicht operativen Mitteln beeinflussen kann. Würde der Patient dann beschwerdefrei, trotz eben dieser Fehlform, dann ist er asymptomatisch und ist dann auch nicht mehr behandlungsbedürftig durch eine Operation. Das scheint alles so ein bisschen widersprüchlich, aber ist einfach dem geschuldet, dass nicht jede Fehlform Beschwerden bereitet, nicht jede Fehlform zwangsläufig zu einer Arthrose führt und deshalb braucht es diese Begleitung des Patienten. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass es immer zwei Aspekte hat, die dann effektiv zu einer Überlastung des Gelenkes führen durch eine Fehlform, nämlich die Fehlform und ihre Ausprägung selbst. Und auf der anderen Seite das Aktivitätsmuster des Patienten. Das heißt, hat jemand eine Fehlform und belastet sich, in Unkenntnis natürlich dieser Fehlform, stark, sportlich oder im beruflichen Alltag, dann steigt das Risiko, dass diese Fehlform symptomatisch wird. Auf der anderen Seite ist die Anpassung der Aktivität dann eben auch eine Möglichkeit, konservativ zu behandeln. Die Frage ist dann mehr, wünscht das der Patient, akzeptiert er das oder will er halt weiter, weil er jung ist, den Anspruch verfolgen, dass er alles machen will und darauf beharrt. Wenn nun aber doch eine Operation ansteht, wie können Sie denn ein Impingement, eine Dysplasie oder auch andere Schäden chirurgisch korrigieren? Grundsätzlich möchte man bei diesen genannten Krankheitsbildern, dem Impingement und der Dysplasie, nicht die Schäden korrigieren, sondern eigentlich vielmehr die Deformität korrigieren, um Schäden nicht entstehen zu lassen. Somit ist es auch entscheidend, dass wenn der Zusammenhang zwischen Deformität
und den Beschwerden des jungen Patienten aufgedeckt wird, dass man eher früher als später die Operation durchführt. Je mehr Schäden vorhanden sind, desto weniger effektiv ist die chirurgische Behandlung. Und hat der Patient bereits schon eine Arthrose, trotz jungem Alters, nützt diese Korrektur nichts mehr. Dann hängt es auch ganz wesentlich davon ab, welche Art von Deformität man chirurgisch behandelt. Und dabei entsteht dann auch das Konzept und die Notwendigkeit, beim einen, zum Beispiel beim Impingement, eher Knochen zu reduzieren, etwas abzutragen, was zu viel ist, was die Beweglichkeit einschränkt. Und oft kann man das arthroskopisch machen mit kleinen Schnitten, währenddessen man bei einer Hüftdysplasie, dort wo irgendetwas zu wenig ist, man ja nicht einfach etwas abschleifen kann, sondern man muss etwas anbauen, das kann man aber nicht. Und deshalb kann man nur Bestehendes anders verteilen. Und das macht man bei der Dysplasie, indem man die Pfanne umschneidet und sie neu positioniert. Und das ist dann aber eine offene Chirurgie und kann eben nicht arthroskopisch erfolgen. So bringt eigentlich das Krankheitsbild und die Aspekte, die korrigiert werden müssen, auch mit sich, mit welcher Technik man das macht, sei es mit der Hüftarthroskopie oder eben durch eine offene Chirurgie. Wie groß sind denn diese Eingriffe, also in Bezug auf die Belastung für die Patientinnen und Patienten und natürlich auch die Dauer, die die Ausheilung braucht? Vorweg muss man sagen, es sind ja Behandlungen an jungen Patienten. Das heißt, der junge Patient ist gesund und seine Reserven groß und somit ist die Sorge um die Belastung nicht gleich präsent wie bei wesentlich älteren Patienten, aber natürlich berechtigt. Kann man die Operation mit der Hüftarthroskopie umsetzen, was, wie ich vorhin schon erläutert habe, nicht immer der Fall ist. Und auch beim Impingement kann man nicht immer nur arthroskopisch das machen. Dann sind es natürlich kleine Schnitte. Der Wundbereich ist sehr beschränkt. Die Hospitalisationszeit sehr kurz. Wenige Nächte, ein, zwei Nächte und dementsprechend auch die Erholung viel schneller. Bei der offenen Chirurgie lassen wir uns auf die PAO ein, also diese Schwenkungsoperation, dann ist die Hospitalisationszeit im Schnitt so 4 bis 5 Nächte. Und weil man Knochen durchtränkt hat und der wieder heilen muss und diese Knochenheilung fast immer 6 bis 8 Wochen Ruhe braucht, bis er wieder belastbar ist, kann man sich gut vorstellen, dass es dann halt schnell mal 3 Monate sind mit Stöcken, beziehungsweise 3 bis 3,5 Monate dauert, bis man wieder stockfrei geht. Und dabei ist man dann noch nicht austherapiert und rehabilitiert, dort wo es darum geht, wann kann ich welchen Sport wieder betreiben, dauert es dann noch länger. Wie geht es denn überhaupt den Patientinnen und Patienten, wenn sie das erste Mal aufstehen und wenn sie die Klinik verlassen? Haben sie dann Schmerzen? Ja, es wäre eine Augenwischerei, würde man sagen. Patienten hätten im Spital keine Schmerzen. Und dennoch ist natürlich unser Bestreben, dass das in keinerlei traumatisierend sein soll, dass es den Patienten gut geht, dass sie sich wohlfühlen. Und man kann vielleicht sagen, das angestrebte Ziel ist auf einer Skala von 0 bis 10 eine 2. Also man merkt was, aber man leidet nicht. Und sicher ist das auch die Voraussetzung, dass man zu Recht entlassen werden kann. Und von dem her ist es nicht das, was man sich zum Geburtstag und zu Weihnachten wünscht, aber durchaus etwas, was man gut über sich ergehen lassen kann und ja auch einem klaren Zweck dient. Wie geht es denn dann nach der Entlassung weiter? Das ist wiederum ganz stark abhängig, was gemacht wurde und welcher Eingriff. Wenn man die Hüftarthroskopie nimmt, dann sind es typischerweise irgendeine Stockbenutzung aus Komfort- und Sicherheitsgründen
für irgendwo 2 bis 6 Wochen eine physiotherapeutische ambulante Behandlung, eine Sportkarenz von 6 bis 12 Wochen und dann eigentlich ist man wieder mit dem Ziel, sportlich aktiv zu werden, unterwegs. Geht es um die größeren Operationen, die offenen Operationen mit Knochendurchtrennung, Schwenkungs- oder Rotationsoperationen, dann gibt eigentlich die Knochenheilung den Takt voraus. Und wie ich schon erwähnt hatte, sind es dann halt wirklich die Teilbelastung, Anstöcken und dann ist man schon ziemlich eingeschränkt. Also nicht nur für den Beruf, sondern auch privat ist man irgendwo auf Unterstützung angewiesen. Ein Haushalt selber führen, das geht nicht. Das Stichwort Sport hatten Sie ja auch schon angesprochen. Sind denn nach diesen Eingriffen wieder alle Bewegungen und auch alle Sportarten möglich? Ja, typischerweise schon. Der Anspruch ist, dass das Gelenk belastungstoleranter wird, also man wieder im Idealfall schmerzfrei alles machen kann und dass dieser Zustand dann auch länger anhält und die Arthroseentwicklung verlangsamt wird. Man würde den Patienten nicht in Aussicht stellen, dass typischerweise etwas nicht mehr geht, aber man kann sich dann überlegen, ist jede Sportart nachher gleichermaßen sinnvoll oder welche Sportarten belasten mehr und welche weniger. Und im Grundsatz ist es einfach, also dort, wo es um harte Stop- und Go-Sportarten sich handelt, dort ist es und bleibt es für das Gelenk eine große Belastung. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass man wieder dorthin zurückkehrt oder gar Spitzensport macht, als dass man bei feineren, geführteren Sportarten in einem Hobbyzusammenhang glücklich wird. Im Schnitt kann man sagen, die Patienten gehen etwa in 85% der Fälle wieder in den Sport zurück, von dem sie herkommen oder den sie ausgeübt hatten, bevor die Beschwerden dominant waren. Man kann auch sagen, dass je ambitionierter ein Patient ist oder wenn er gar Profi ist, dann geht er trotz allem wieder dorthin zurück. Er hat einfach die größere Motivation oder den Druck. Bei den Hobbysportlern ist es dann aber eher so, dass man auch einen gewissen Trend erkennt, dass sie zu sanfteren Sportarten übergehen, sei es, weil die Ärzte dazu raten oder weil sich der Patient denkt, ja gut, das war jetzt vielleicht wie ein Schuss vor den Bug und eigentlich ist es mir wichtig, dass es langfristig funktioniert und dann ganz bewusst der Entscheid gefällt wird zu etwas sanfteren. Gibt es denn aus Ihrer Sicht irgendwelche Bewegungen, die man mit einer operierten Hüfte möglichst nicht machen sollte? Also ich nenne da als Beispiel einfach mal den Schneidersitz. Nein, das würde ich nicht so sagen. Aber auf der anderen Seite ist der Schneidersitz eine Endposition im Hüftgelenk und dies fordert das Hüftgelenk auch. Somit kann man auch klar aufzeigen, dass auch ein Yoga mit Positionen, welche dem Gelenk in der Beweglichkeit alles abverlangen, durchaus eine hohe Belastung ist. Und nicht jedes Gelenk dann noch toleriert. Das heißt, nicht nur starke axiale Bewegungen oder schnelle Rotationsbewegungen sind extreme oder stellen Extremes dar, sondern auch Endpositionen, die man wiederholt einnimmt. Und dort ist es zwar nicht verboten, aber mit gesundem Menschenverstand erkennt der Patient, was ihm schlussendlich gut tut und was er vielleicht irgendwo lässt. Und um mit einem positiven Ausblick zu enden, gibt es denn Bewegungen, die besonders gut sind für unsere Hüfte? Also jetzt mal egal, ob diese operiert wurde oder nicht. Ich würde es noch allgemeiner sehen oder formulieren. Aktiv sein ist das perfekte Medikament oder die perfekte Prävention
für die Hüfte und überhaupt den Bewegungsapparat. Nichtstun ist schädlich, genauso wie zu viel machen und sich überlasten und irgendwann die Rechnung dafür kriegen. Das heißt, ja, wer rastet, der rostet, und so soll man angemessen aktiv bleiben und in Bewegung bleiben. Vielen Dank, Herr Professor Zink, für Ihre Erklärungen. Ich danke Ihnen. Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.